Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei The Legend of Zelda Link's Awakening in der Deluxe-Version. Ja, guckt euch das mal an, ja. Das ist tatsächlich die Adlerfestung, die wir endlich abgeschlossen haben. What the fuck? Wo komme ich denn hier jetzt hin? Kann ich hier tauchen vielleicht unter Umständen so ein bisschen? Oh, geil, ein Herzteil, sehr schön. Das ist cool, jetzt habe ich noch ein Herzteil mehr. Das ist echt episch. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber ich werde hoffentlich irgendwann mal einen Weg finden. Und ja, nach dem Sieg über den Teufelsadler bin ich natürlich sehr beflügelt und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich es eines Tages schaffen werde, dieses Spiel hier irgendwann mal durchzuspielen. Und ja, um das irgendwann mal zu bewerkstelligen, habe ich mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht. Ja, ich habe gedacht, wow. Wir probieren es einfach mal. Was soll schon passieren, ne? Und ja, genau das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Und ich werde mal schauen, wohin mich der Weg verschlägt. Im Notfall muss ich wieder Ulrira nerven, aber ja. Ich erinnere mich da gerade noch so dunkel an eine Höhle, die wir vor der Adlerfestung mal betreten haben, wo wir aber nicht wirklich weiterkamen, weil da Flammen auf uns zugeschossen kamen. Also ihr wisst schon, was ich meine, denke ich mal. Zumindest diejenigen, die diese Folge dann gesehen haben, die besagte. Für die wird das jetzt kein Buch mit 7 Siegeln sein. Die können sich so ungefähr einen Reim drauf machen, wovon ich gerade gesprochen habe. Ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt selber nicht mehr, wo das genau jetzt war, aber ich gehe hier mal wieder rein in diese wunderschöne Höhle. Und dich haue ich da ins Loch. Und dich zerstöre ich einfach mal ganz liebevoll mit meinem Schwert. Einfach, weil ich so super gnädig bin. Ich kann mir gar nicht helfen, warum ich so nett bin zu den Gegnern. Immerhin sind die auch nicht nett zu mir. Blobs. Ich liebe Blobs nicht. Ah, diese Schieberätsel sind immer zu viel für mich. Wenngleich das hier eigentlich eins der einfacheren ist. Ich muss hier gleich nochmal gucken oder hören mit meinem Schwert, ob es hier irgendwas gibt. Ne, natürlich nicht. Warum hätte es auch? Warum hätte es auch? Ich verstehe es nicht. Es ist mir zu viel. Schade eigentlich. Ich hätte mich drüber gefreut. Wie komme ich da hin? Muss ich da auch irgendwie rankommen an das Herzteil? Logisch, sonst wäre es nicht da, nehme ich mal an. Und jetzt wechseln wir auf die Pegasus-Stiefel. Und yay, wir preschen hier durch mit voll Karacho. Einfach, weil wir so super cool sind. Warte mal, geht's hier links noch weiter? Nein, schade eigentlich. Ich werde mir jetzt, genau, wieder mal die Greifenfeder ausrüsten. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo das war. Wo diese Höhle sich befunden hat, von der ich gerade gesprochen habe. Aber ich, ach ja, stimmt. Aber ich bin guter Dinge, dass ich die irgendwann mal in 5 Jahren gefunden habe. Also, man kann ja mal hoffen und so, ne? Die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt und vielleicht hofft er mit mir. Ja. Wo ich gerade noch davon sprach, dass ich Schieberätsel scheiße finde, weil ich zu doof dafür bin. In den meisten Fällen jedenfalls. Was ist denn da oben los? Toll, hier komme ich ja richtig vor. Hallo! Glaub's ja nicht. Wie komme ich denn da hoch? Da würde ich jetzt ja schon gerne mal mich umsehen dort oben. Aber nun gut. Wer weiß, wie wir da eines Tages mal hingelangen. Wenn überhaupt. Aber eigentlich müsste man ja da bestimmt irgendwie hinkommen. Ich weiß gerade spontan halt bloß wieder mal nicht wie, so wie immer. Das übliche Problem, was ich ja immer habe. So. Ich hätte vielleicht auch mal bei der Adlerfestung nochmal gucken können. Na, wobei, nein. Da war ja nichts mehr. Die Adlerfestung, da war ja nicht mehr groß irgendwas, was mich da... Oder? Nee, ich glaube nicht. So, was ist jetzt hier? Hä, warum kann man denn da runter? Was bringt mir das denn? Naja. Nicht nachfragen, einfach hinnehmen. Das hier hat gerade immer so leichtes Pokémon-Flair, finde ich.
so in dieser Höhle. Also Pokémon Rot und Blau noch damals, ne? Die richtig Oldschool-Spiele davon. Ich muss gestehen, ich habe nie irgendwelche anderen gespielt. Außer eben Rot, Blau und Gelb habe ich zeitweise auch ein bisschen gespielt. Aber mit Rot und Blau habe ich eindeutig mehr Zeit verbracht. Kann ich nicht anders sagen, das war wirklich so. Zumal Blau habe ich geschenkt bekommen und Rot habe ich mir selbst gekauft damals. Kommt man hier noch irgendwie weiter? Wir rüsten wieder mal die Feder aus und testen es. Nee. Das ist quasi eine unsichtbare Wand, gegen die wir hüpfen würden und ja. Kein Weiterkommen. Eine Fee! Ja, lass mich deine Wunden heilen. Ja, ich entspanne mich ja schon. So entspannt man sich, liebe Leute, ne? Falls ihr das noch nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt. So macht man das eigentlich. Wow, ich hüpfe an dir vorbei, einfach weil ich es kann. Nein. Ja, oh, diese Viecher, ne, die nerven. Die nerven aber auch in anderen Spielen. Wie Link to the Past zum Beispiel. Ja, jetzt sind wir wieder hier oben. Genau. Ja, es bringt mir aber leider nichts. Hätte ich aber cool gefunden, wenn man hier in irgendeiner Weise jetzt hätte weiterkommen können. Wobei mich das da oben interessiert hätte, kommt man da noch irgendwie hin? Oder hätte ich da einfach nur einen anderen Weg gehen müssen? Mäh. Boah, meine Orientierung ist schon wieder der absolute Wahnsinn. Das ist auch wirklich das Einzige, was man mir so an Frauenklischees wirklich 100% zuschreiben kann. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst im Garten. Das ist der Wahnsinn. Also, da braucht man mich echt nicht fragen. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Orten. Ich bin froh, dass ich jeden Tag zur Arbeit finde und wieder zurück. Also, da kann ich echt stolz auf mich sein, dass zumindest das halbwegs klappt. Aber alles andere ist echt, wow. Gerade so in einer anderen Stadt oder so. Ich brauche immer jemanden, der mir irgendwie da weiterhelfen kann, weil ich selber einfach mal schlicht und ergreifend zu doof dazu bin. Ich finde mich nicht zurecht. Du kannst mir auch eine Karte gemalt haben, das ist vollkommen egal. Ich krieg's nicht gebacken. Das ist wow. Wirklich. Es ist immer wieder eine Freude für die Leute, die dann irgendwie bei mir in der Nähe sind oder so. Hier bin ich doch schon gar nicht mal so schlecht, oder? Was ist denn eigentlich jetzt mit meinem Huhn passiert? Hat er das jetzt hier oben genommen, oder was? Tatsächlich. Oh Mann, dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege. Okay. Ist das dein Ernst? Ja. Okay. Das lassen wir unkommentiert. Ja, dann nehmen wir mal den. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht. What? Hilfe! Evil, ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Der Retter kommt und nimmt dich mit. Danke, Evil. Das war Rettung in letzter Not. Pum, 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 pum. Sag, Evil. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Evil. Ja? Marin! Huch. Oh, Taryn! Tja, da muss ich wohl gehen. Seriously? Uhu, du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafende aufweckt? Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Die Reptilfelsen, okay? Aber wie zur Hölle? Was zur Hölle? What? Ich soll sie da retten und dann kann sie da alleine runter auf einmal? Willst du mich verarschen? Die hat doch einfach nur runterspringen raus. Doch egal, ob sie das Bein da bebricht, oder? Mein Gott, wer interessiert denn das? Mich nicht. Ja, ich bin wieder total der Retter in der Not und so. Bin wieder total sozial eingestellt. Merkt ihr schon, ne? Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts. Im Westen. Oh yeah. Das ist auch wieder total Link to the Past Feeling hier. Weil am Todesberg das da ja auch so ist und wow. Ich hasse den Todesberg. Ich hasse ihn. Dafür mag ich Heras Turm aber. Und wenn ich so von Link to the Past rede, kriege ich tatsächlich Bock auf das Spiel.
Und ja, ich weiß, ich habe auch das schon mal let's played, aber auch da liebäugele ich damit, es nochmal zu machen. Allerdings wird auch da natürlich der alte Teil online bleiben, sag ich mal. Also ich habe nicht vor, das dann auszutauschen. Boah, guck mal, ich bin jetzt so und so. Das ist nicht so eine Zweck der Übung, wirklich nicht. Genau, hier, glaube ich, war die Höhle, die ich meinte, vorhin, vor ein paar Stunden gefühlt. Ich rüste jetzt schon mal den Spiegelschild aus. Und, komme ich damit jetzt hier durch? Komme ich? Geil, wie episch sieht denn das bitte aus? Ja, aber das war das Rätsels Lösung, cool. Jetzt können wir uns hier in einem neuen Gebiet umsehen. Mhm. Oh, ist das da der Dungeon? Wie geil ist das denn? Ich stecke in dem Ding da drinne. Und ja, okay. Urera müssen wir, glaube ich, gerade nicht nerven. Er hat was von einem Lied gesagt, ne? Ich habe doch irgendwann mal von so einem Viech irgendwie ein Lied gelernt. Für 300 Ocken, glaube ich, ne? Von Ward? War das Ward? Ich glaube, es war Ward. Du hier, ne? Und? Ja, also wie gesagt, ich hätte eigentlich Bock, das nochmal zu zocken, quasi. Also, A Link to the Past. What the... Das ist gerade totale Pokémon-Musik, oder? Wow, bist du gefährlich. Guckst du nur doof oder machst du auch irgendwas? Wow, war das bedrohlich. Wow, ich zitter immer noch und hab fast ein Tröpfchen in der Hose. Ist schon Wahnsinn. So. Level 8. Reptilfelsen. Tatsächlich. Oh, ich bin im nächsten Dungeon oben. Ich war ja Böses nach diesem Desaster. Was bist du denn? Nach diesem Desaster da im letzten Palast. Aber hier gibt es nur eine Etage. Ne? Das ist ja schon mal viel wert. Obwohl, hier ist ja immer der Boomerang so super stark, ne? Ich bin gespannt, was es hier dann noch für ein Item geben wird. Okay, man kann ihn aber verwunden, den Sack, wenn er denn irgendwann mal wieder herkommt. Ist das hier kochend heiß oder was? Ist das so Säure oder was ist das hier? Auf jeden Fall scheint es... Was machst du da? Auf jeden Fall scheint es kochend heiß zu sein. Wir machen das mal so. Haha, geil! Okay, dann wollen wir uns die mal umgucken. Ich lasse mal den Boomerang ausgerüstet. Och nö. Geht weg. Was? Ja, Teil der Macht. Freu. Aua. Muss ich irgendwas verschieben oder so? Klar, hinter dem Stein triffst du mich, selbstverständlich. Warum auch nicht? Hallo? Okay. Cool, dass der Boomerang hier echt so stark ist. In der Link to the Past dient er ja nur dazu, die Gegner zu stunnen. Wow, Fee, geil. Cool. Was ist das? Hallo, was bist du? What? Was ist... Hä? Was war das denn gerade? Mein Raum nochmal verlassen, warte. Ach so, dann kann ich also quasi den Boden ebnen. Das ist ja interessant. Hier können wir immer rüberspringen. Aua. Einfach mal so rüberspringen ist ja schön und gut. Wow. Aber diese Viecher sind erbarmungslos. Was haben wir denn hier? Toll, für 50 Rubine. Ernsthaft? Are you serious? Ey, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Schnell hier rüber hopsen. Jawohl, ja. Oh yeah! So, damit hätten wir auch den. Okay, das war, glaube ich, war der im ersten? Ich glaube, der war im ersten Dungeon, der Zwischenboss, oder? Du schon wieder, du Sack. Genau. Okay.
What? Sind das zwei oder was? Cool, ein kleiner Schlüssel. So leicht kriegt man hier einen leichten Schlüssel. Das ist gut. Gehen wir mal runter. Na super. Lass dich mal in Ruhe. Ich will den Schlüssel. Den Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ja, ja. Oh, schade, dass man das nicht einfach mal eine Runde... Moment, kann man hier? Nein. What? Ach, guck an. Das wusste ich gar nicht. Wo kommt man denn eigentlich hier rechts lang? Mhm. Muss man jetzt hier wieder mal die Krüge gegen die Türen werfen? Nee. Gegen die? Auch nicht. Eine Fee, also mit Feen werfen sei hier förmlich um sich. Kann ich mich nicht drüber sperren. Oder hier ist irgendwo mal wieder ein Schalter unter den Dings. Bestimmt unter dem letzten, den ich anhebe. Das ist wieder so typisch für mich dann. Ich glaube, ich werde mich auch hieran nochmal schnell bereichern, weil ich habe gar nicht mal mehr so viel in diesem Säckchen drin. Seht ihr, ich habe nur noch 17 Einheiten davon. Jetzt habe ich immerhin 27. Vielleicht kann man das ja auch nochmal brauchen. Was sag ich? Natürlich. Aber es war nicht der letzte. Naja, schade eigentlich. Supi, da geht ein Gang runter. Ist hier noch irgendwas drin? Vor allem das Schöne ist auch diese Schüsse hier, die werden nur abgefeuert, wenn noch Gegner im Raum sind. Bis jetzt finde ich den Dungeon übrigens richtig cool. Okay, ist wieder eine Jump'n'Run-Einlage. A la Mario. Wupp, wupp. Okay. Ich finde das irgendwie echt geil gemacht. Shit. Moment, ich rüste hier mal den Spiegelschild aus. Der hat aber ordentlich Rückstoß. Ah, schade, den Steinschnabel habe ich leider noch nicht. Hier hinter sieht er mich nicht, das ist natürlich geil. Und diese Krüge, die erinnern mich so stark an Illusion of Time. Wow. Vielen Dank. Ach ja, du knuffeliges Ding. Ey, nicht fangen. Hallo, ich bin dran. Hallo? Aua! Hallo, Kackding! Na also. Und noch eine Fee! Sehr schön, die war gerade richtig gut. Noch eine Fee! Alter, wie viele Feen gibt's denn hier in dem Spiel? Das ist ja aber richtig geil. Vor allem, Alter, wie viele Truhen gibt's denn hier? Okay, ich gehe erstmal nach unten, weil da gibt's eine Truhe. Ich bin truhengeil. Das wisst ihr ja mittlerweile, hoffe ich. Hm, toll, so ein kleiner scheiß Krug steht mir im Weg. Hm, Logic. Hallo. Hm. Sehr schön, was haben wir hier? Den Schnabel aus Stein. Yeah, geil. Das ist gut. Geh weg. Warst schon halb immer im Abgrund, mein Freund. Soll ich jetzt hier erstmal nach unten weitergehen? Mir fehlt auch die Karte. Die Karte finde ich gerade richtig geil. What the fuck? Ja, natürlich. Oh Gott. Na, das verspricht ja richtig episch zu werden jetzt hier. Ja. Warte ich hier erstmal in der Mitte? Genau. Wow. Jetzt übertreiben sie es hier aber auch schon so ein bisschen, ne? Oh nein. Bin reingefallen, weil ich zu scheiße gesprungen bin. Hä? Ach so, ja gut. Man darf nicht zu viel Schwung haben, das ist tödlich hier. Okay. Hier oben braucht man Schlüssel. Ich glaube, wir haben auch noch... Okay, hier muss man wieder mit dem Ding den Boden da ausmalen.
Aber da komme ich jetzt so nicht hin. Oder? Nee. Ich wüsste jedenfalls jetzt so spontan nicht wie. Muss ich irgendwie von der anderen Seite ran oder so. Na, ich bin gespannt. Na, was war das denn? Alter Schwede, ey. Du liebst das Risiko. Alter, hallo. Nicht immer runterrutschen, wenn du das so toll findest, ne? Ich weiß, Nervenkitzel und so. Aber so krass brauchen wir es, glaube ich, dann doch nicht. So, aber bitte hier warten. Düdüm. Dankeschön. Und jetzt geht's hier rüber, genau. Ach, wieder dieser tolle Raum. Hm. Aber der Dungeon scheint insgesamt übersichtlicher zu sein als der letzte. Also zumindest wirkt es jetzt auf mich so. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass der hier halt nur eine einzige Etage zu bieten hat, während der andere ja mit vier Stück, glaube ich, geglänzt hat. Muss ich jetzt erst noch mal machen? Die respawnen auch noch. Na, wie scheiße finde ich das denn? Wo war denn der? Maskentempel, glaube ich, ne? Kann das sein? Upsalechen. So. Und wir jetzt nach links gehen? Ah, jetzt krieg ich gleich noch eine Fee, oder? Komm, explodieren. Genau. Das ist ja wirklich eine Feenquelle quasi. Hier gibt's einen Schlüssel. Das ist aber schön. Und wie soll man den kriegen?